Herzlich willkommen zum Online-Krippenspiel-Gottesdienst aus der Martin-Luther-Kirche, den wir feiern wie alle unsere Gottesdienste im Namen unseres Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vieles ist anders in diesem Jahr. Anders als gewohnt, anders als erhofft. Davon könnt ihr alle erzählen, Kinder und Erwachsene, Kleine und Große. Da würden wir viel brauchen, viel Zeit brauchen für all diese Erzählungen. Aber wisst ihr was? Nicht alles ist anders. Manches ist gleich geblieben. Es ist Weihnachten. Trotz allem, es ist Weihnachten. Und auch bei euch zu Hause, bei euch allen, soll es tüchtig Weihnacht werden und sein. Wir hoffen, dass unser Online-Krippenspiel-Gottesdienst dazu beiträgt, dass diese vertraute Botschaft von Gott, der Mensch wurde, Einzug hält in unsere Leben und sie heller macht. Dazu soll auch die Musik, dazu sollen vertraute Lieder beitragen. Und so singt gleich mit bei dem ersten Lied jetzt: Lob Gott, ihr Christen, alle gleich. Lob Gott, ihr Christen, alle gleich in seinem Höchst, auf sein Himmelreich und schenkt seinen Sohn und schenkt uns seinen Sohn. Er kommt aus seines Vaters Schoß und wird ein Kindlein klein. Er liegt dort elendnackt und los in einem Krippelein, in einem Krippelein. Er äußert sich als einer, Qual wird niedrig und gering und nimmt an eines Knechts Gestalt, der schöpfe alle Dinge, der schöpfe alle Dinge. Freut euch, Gott kommt mit Freundlichkeit, macht Türen auf und Tore weit. Freut euch, Gott lässt uns nicht allein. Er kommt, mit ihm zieht die Liebe ein. Gott ist und bleibt, der Frieden bringt. Empfangt ihn fröhlich, jauchzt und singt. Freut euch an Gottes Freundlichkeit, macht Türen auf und Herzen weit. Dann kommt der, der jede Nacht durchbricht. Er kommt mit Segen, Heil und Licht. Freut euch, Gott kommt mit Freundlichkeit, macht Türen auf und Tore weit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich lade euch dazu ein, mit mir zu beten. Guter Gott, endlich ist er da, der heilige Abend. Endlich beginnt Weihnachten. Ganz anders als sonst. Aber egal, wo wir sind, wir bitten dich, sei du Gott bei uns. Komm du Gott zu uns in unsere Häuser und Wohnungen,
in unserer weihnachtlich gestalteten Zimmer, komme du, Gott. Komme hinein und bringe uns die Nachricht von deiner menschgewordenen Liebe. Lass uns das Besondere des heiligen Abends spüren. Hilf uns, dass wir auch dieses Jahr entdecken und glauben, du bist da. Darum bitten wir dich im Namen Jesu, der mit dir und dem Heiligen Geist Quelle allen Lebens, Quelle aller Liebe ist. Amen. Singt mit das nächste Lied, Stern über Bethlehem. Auf die Geschichte von Weihnachten, wie Matthäus sie in seinem Evangelium erzählt. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war vor dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten vor ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich vor dem Herrn, denn er kommt zu richten das Erdreich. Halleluja. Gemeinsam wollen wir nun das nächste Lied singen, Kommet ihr Hirten, und danach werden wir uns das Krippenspiel anschauen. Kommet ihr Hirten, ihr Männer und Frauen, kommet das liebliche Kindlein zu schauen. Christus, der Herr, ist heute geboren, kommt zum Heiland, euch hat er kommen, fürchtet euch nicht. Lasset euch sehen, ihr
uns verheißen, der himmlische Schall. Was wir dort finden, lasset uns künden, lasset uns preisen, in Formen weisen. Halleluja! All ich die Engel verkündigen heut, Bethlehems Hirtenvolk gar große Freud. Nun soll es werden Frieden auf Erden, den Menschen allen ein Wohlgefallen, Ehre sei Gott. In jener Zeit regiert in Rom ein mächtiger Kaiser. Sein Name ist Augustus. Er ist ein großer Herrscher. Viele, viele Länder gehören zu seinem Reich, auch das Land Israel. Eines Tages hat der Kaiser eine Idee. Er will alle Leute zählen lassen, die zu seinem Reich gehören, damit er von allen Steuern verlangen kann. Er schickt seine Boten in alle Länder seines Reiches. Einer kommt auch nach Israel und verkündet, dass alle Bewohner des Römischen Reiches gezählt werden sollen. Dazu müssen alle Männer, Frauen und Kinder in den Ort gehen, in dem sie geboren sind. Wer den Befehl des Kaisers nicht befolgt, wird bestraft. In Nazareth in Galiläa wohnt ein Zimmermann. Josef ist sein Name. Er lebt dort zusammen mit seiner Verlobten Maria. Diese erwartet ein Baby. Auch er hört den Befehl des Kaisers. Er macht sich Sorgen, denn es wird nur noch wenige Tage dauern, bis das Kind zur Welt kommt. Josef und Maria müssen nach Bethlehem reisen, denn dort wurde Josef geboren. Der Weg dahin ist lang und beschwerlich, aber es hilft alles nichts. Sie müssen dem Kaiser gehorchen. So packen Maria und Josef ihre 7 Sachen ein und machen sich auf den Weg. Schon ein paar Tage sind Maria und Josef unterwegs. Der Weg ist lang und es geht immer bergauf, denn Bethlehem liegt im Gebirge. Maria ist sehr erschöpft. Immer wieder muss sie ausruhen. Da leuchtet über ihnen am Himmel ein Stern auf. Der hat die beiden gesehen und will ihnen Mut machen. Es ist nicht mehr weit bis Bethlehem. Gerne würde er heller leuchten und dem Paar den Weg zeigen. Maria ist jedenfalls sehr erschöpft und müde. Am liebsten würde sie sich mitten auf dem Weg auf den Boden setzen und keinen Schritt mehr gehen. Zum Glück sah Josef den Stern, der da so hell zu leuchten versuchte. Er stützt Maria und mit neuem Mut gehen sie weiter. Sie folgen einfach dem hellen Stern am Himmel, der für sie leuchtet. Bald haben sie den kleinen Ort Bethlehem erreicht. Sie gehen durch die Gassen des Dorfes und sehen gleich, sie sind nicht die einzigen, die auf des Kaisers Befehl nach Bethlehem gekommen sind. Viele Menschen sind unterwegs. Ob sie wohl in einer Herberge ein Bett finden werden? Gleich beim ersten Gasthaus bleiben Maria und Josef stehen und klopfen an die Tür. Aber der Wirt, der die Tür öffnet, schaut sie böse an und jagt sie weg. Hier ist kein Platz für euch beiden. Maria und Josef gehen enttäuscht weiter. Sie kommen an ein anderes Wirtshaus. Josef klopft wieder an die Tür. Aber auch hier finden sie keine Lagerstatt. Der Wirt knallt die Tür zu, bevor sie ihre Frage zu Ende gestellt haben. Maria weint. Und alle Kraft verlässt sie. Und auch bei Josef schwindet die Hoffnung. Was sollen sie nur tun? Wo können sie ein Bett finden? Die beiden sind ratlos. Zum Glück sind die beiden nicht allein. Der Weihnachtsstern hat Marias und Josefs Ankunft in Bethlehem beobachtet und mitbekommen, wie erfolglos ihre Suche nach einer Herberge bis jetzt war. Von seinem Platz am Himmel sieht er auch, dass das Wirtshaus ganz am Ende des Dorfes steht. Er strengt sich an, leuchtet darüber ganz hell. Vielleicht kann er Maria und Josef dorthin führen. Diesmal sieht Maria den hell leuchtenden Stern und macht Josef darauf aufmerksam.
Den Stern kennen Sie doch. Er hat Ihnen schon hell leuchtend den Weg nach Bethlehem gezeigt. Maria und Josef beschließen, dem Stern noch einmal zu folgen. Und tatsächlich, er führt sie zu dem Gasthaus ganz am Rand von Bethlehem. Dort ist es dunkel. Josef klopft ängstlich an die Tür. Was sollen sie nur machen, wenn sie wieder abgewiesen werden? Diesmal ist es anders. Sie werden nicht zurückgewiesen. Die Wirtin will ihnen helfen. Leider ist das Wirtshaus eher klein und darin sind alle Betten belegt. Aber der Wirtin fällt die alte Scheune ein. Da könnten die beiden bleiben. Für eine Nacht genügt das. Der Stern leuchtet tüchtig weiter und so finden sie den Stall. Die Wirtin hat ihnen den Weg dorthin beschrieben. Sie bereiten ein Lager aus Heu und Stroh. Inzwischen ist es finstere Nacht geworden. Und in dieser Nacht geschieht, was wir heute feiern. Maria bringt ihr Kind zur Welt. Es ist ein Sohn. Sie wickelt ihn in Windeln und legt ihn in eine Futterkrippe hinein. Der Name des Kindes ist Jesus. Und auf einmal kommt ein ganz besonderer Glanz in diese Nacht. Zur gleichen Zeit waren Hirten auf dem Feld. Sie hüteten ihre Schafe. Auch die Hirten sind müde. Hinter ihnen liegt ein langer und anstrengender Arbeitstag. Sie legen sich schlafen, einer nach dem anderen. Selbst dem Hirten, der Nachtwache halten soll, fallen immer wieder die Augen zu und er nickt ein. Doch mitten in der Nacht schickt Gott einen Engel zu den Hirten. Sie wecken die Hirten durch ihr helles Leuchten. Die Hirten sind ganz schön erschrocken. Sie springen auf und schauen nach, woher das Leuchten kommt. So etwas haben sie noch nie gesehen. Fast schon wären sie vor Angst weggelaufen. Aber zum Glück ist der Engel freundlich und hell. Er bringt eine wunderbare Botschaft. Niemand muss sich fürchten. In dieser Nacht ist für alle Menschen der Retter geboren. Es ist Christus, der Herr. Der Engel fordert die Hirten auf, nach Bethlehem zu gehen. Dort sollen sie einen Stall finden. Und in diesem Stall, da liegt der neugeborene König. Es ist ein kleines Kind, das in Windeln gewickelt ist und in einer Futterkrippe liegt. Wenn sie das Kind sehen, so verkündet der Engel, wird ihre Freude riesengroß werden. Staunend und mit offenen Mündern haben die Hirten die Botschaft des Engels gehört. Dieses Kind wollen sie sehen. Stellt euch nur vor, den Retter der Welt. Sie machen sich gleich auf den Weg und nehmen auch Geschenke für das Kind mit. Ein Schaffell, Schafsmilch und Käse und ein Laib Brot. Unterwegs kommen ihnen aber auch Zweifel. Wie sollen sie denn nur mitten in der Nacht den richtigen Stall finden? Die Hirten müssen sich keine Sorgen machen. Der Stern ist da, der Stern von Bethlehem. Er ist am Himmel aufgegangen, um allen Menschen den Weg zum Stall zu leuchten. Er wird ihnen den Weg zeigen. Er wird ihnen in der dunklen Nacht leuchten, damit sie sicher zum Stall kommen. Und so geschieht es. Die Hirten machen sich auf den Weg. Sie beeilen sich, damit sie bald nach Bethlehem kommen. Und der Stern leuchtet ihnen. In einem Land, weit im Osten, da gab es weise Männer. Die beobachteten an jedem Abend, wo die Sterne am Himmel standen und welche Bahn sie zogen. Sie machten sich auch viele Gedanken darüber, was die Bewegungen der Sterne bedeuteten. Darum hießen sie Sterndeuter. Eines Tages waren sie ganz aufgeregt. Am Himmel sahen sie eine merkwürdige Erscheinung. Zwei Sterne kamen immer näher aneinander heran. Das eine war der Königsstern und der andere war der Stern der Juden. Die weisen Männer wussten genau, was das bedeutet. Im Land der Juden wird ein neuer, mächtiger König geboren. Die Sterndeuter wurden ganz aufgeregt und beschlossen, möglichst schnell dorthin zu reisen. Sofort begannen sie mit den Reisevorbereitungen. Sie besorgten sich ein Kamel, denn der Weg ins Land der Juden führte auch durch Wüsten, denen sie nur mit einem Kamel durchqueren konnten. Es war für sie ganz klar, dass sie zur Hauptstadt des Landes der Juden reiten mussten. Ein langer Weg lag vor ihnen.
Der Weihnachtsstern leuchtete ihnen den Weg, und am Ende der Reise kamen sie genau richtig zum Stall. Gerade waren auch die Hirten eingetroffen. Und so sind sie schließlich alle im Stall versammelt. Die Sterndeuter und die Hirten, Maria und Josef und das Kind in der Krippe. Hirten und Sterndeuter haben auch Geschenke für das Kind dabei. Gemeinsam staunen sie über das Kind in der Krippe. Über dieses kleine Kind, das in Wirklichkeit so groß ist. Sie sehen den Sohn Gottes in der Krippe liegen. Weil dieser besondere König ganz arm geboren ist, wird er später für die Armen eintreten und ihnen die Botschaft von der Liebe Gottes bringen. Davon sind die Sterndeuter genauso überzeugt. Und die Hirten? Die freuen sich tatsächlich genauso riesig, wie es ihnen der Engel angekündigt hat. Seit dieser Nacht, da sind sie sicher, wird ihr Leben niemals ganz finster sein. Das Kind in der Krippe lächelt sie an. Davon, von der Geburt Jesu, werden sie allen Menschen erzählen. Über allen leuchtet der Weihnachtsstern und ist sehr mit sich zufrieden. Durch ihn ist die Botschaft verbreitet worden. Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, damit seine Liebe bei allen Menschen ist. Ganz fest nahm sich der Weihnachtsstern in dieser heiligen Nacht vor: Immer soll das Licht Gottes leuchten in die Welt. Jedes Jahr soll Weihnachten gefeiert werden. Und auch dieses Jahr ist das so. Gesegnete Weihnachten euch allen. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. All das sei heute mit uns. Amen. Ganz anders, liebe Gemeinde. Ganz anders. Ihr sitzt zu Hause gemütlich auf dem Sofa, vorm Computer, vor dem Fernseher. Ganz anders war es auch in dem Krippenspiel, in der Weihnachtsgeschichte, die wir eben gerade erlebt haben. Ganz anders für Maria, dass sie schwanger werden sollte. Davon ist sie komplett überrumpelt worden. Dass sie den Sohn Gottes gebären sollte. Da hat sie noch nicht einmal von geträumt vorher.
Ganz anders ist es für Josef geworden. Seine ihm anvertraute Frau schwanger, nicht von ihm? Was wird bei diesem anderen sich in ihm alles bewegt haben an Emotionen und Gefühlen? Ganz anders auch für die Hirten auf dem Feld. Ein Abend, eine Nacht wie immer, kalt und dunkel, aufpassen auf die Schafe wie immer. Und da plötzlich Licht, Engel, Stimme, Botschaft, aufbrechen aus dieser Dunkelheit hin zum hell erleuchteten Stall. Ganz anders. Ganz anders ist es für uns heute gekommen. Wir sind schon ein wenig traurig, dass es kein Krippenspiel in der vertrauten Weise dieses Jahr gegeben hat. Keine Treffen mit den Kindern, mit euch, kein Einüben eines Stückes, kein Vorspielen einer Generalprobe am Seniorennachmittag, kein Aufgeregtsein hier in der Kirche, bevor es losgeht, kein sich freuen und erleichtert sein, wenn das Krippenspiel vorbei ist. Ganz anders eben. Ganz anders für euch als Familien, ganz anders für die Kita und die Schulkinder, ganz anders auch für die Erwachsenen in ihren Berufen, in all diesen Fragen des alltäglichen Lebens, ganz anders. Aber zum Glück, nicht alles ist ganz anders gekommen, sondern Gott ist gekommen. Gott ist gekommen zu Maria und zu Josef. Gott ist gekommen zu den beiden auf ihrem Weg nach Bethlehem und er ist gekommen in den Stall. Gott ist gekommen zu den Hirten. Gott ist gekommen zu den Weisen aus dem Morgenland und hat sie geführt. Gott ist gekommen. Und so soll es auch heute sein. Gott kommt. Gott ist da. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Seit fast 2000 Jahren feiern wir Weihnachten und strahlt diese Botschaft auf. Gott kommt, egal wie anders oder wie gewohnt unser Leben ist, egal wie besonders oder wie immer unser Weihnachten gefeiert wird. Gott kommt. Er kommt auch in diesen Tagen zu euch Kindern und Familien. Weihnachten soll's werden und Gott soll hineinleuchten in eure Leben. Weihnachten soll es werden und Gott soll hineinleuchten in eure Leben, die ihr vielleicht belastet oder voller Sorge seid. Weihnachten soll es werden und Gott soll hineinleuchten in unser aller Leben, wo wir auch sein mögen und wie wir uns auch fühlen. Der Weihnachtsstern leuchtet. Gott kommt zu uns. Und deshalb lasst uns Weihnachten feiern. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns gemeinsam singen, vom Himmel hoch, da komm ich her. Vom Himmel hoch, da komm ich her.
Großer Gott, du hast deinen Sohn zu uns in die Welt gesandt. Staunend über das Geschenk deiner Liebe, bitten wir dich. Sende deinen Engel zu Menschen, die im Dunkel sind. Sende deinen Engel zu allen, die nicht mehr weiter wissen. Sende deinen Engel zu allen, die Angst haben. Sende deinen Engel zu allen, die krank sind. Sende deinen Engel zu allen, die auch heute vielleicht viel arbeiten müssen und nur noch wenig Kraft haben. Sende deinen Engel zu allen, die wir lieb haben. Sende deinen Engel zu denen, mit denen wir es schwer haben. Sende deinen Engel zu uns, dass wir dein Kind, deinen Sohn, Jesus Christus, finden. Lass uns zu deinen Engeln werden und Wege zueinander finden. Amen. Und ich lade euch herzlich ein, zu Hause mit uns weiter zu beten mit dem Gebet, das Jesus die Menschen gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns singen, Stille Nacht, Heilige Nacht. Thank you.
unser erster Online-Krippenspiel-Gottesdienst geht zu Ende. Herzlichen Dank an alle, die diesen Gottesdienst mitgestaltet, mit vorbereitet haben. Wenn ihr mögt, an Heiligabend um 17 Uhr die Online-Christvesper und um 22.30 Uhr die Christmette hier aus der Lutherkirche. Die Kollekte dieser Weihnachtsgottesdienste an Heiligabend, wenn ihr mögt, könnt ihr sie uns gerne überweisen, wie alle Jahre ist sie für Brot für die Welt bestimmt. Am ersten Weihnachtstag dann so Plan-Gottesdienst um 10 Uhr hier aus der Kirche wiederum, nicht auf Zoom, aber auf YouTube. Herzliche Einladung zu all dem. Und nun wollen wir uns für den Heiligabend, für Weihnachten unter Gottes Segen stellen. Gott segne dich und behüte dich. Gott erhebe sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und schenke dir seinen Segen, seinen Frieden. Amen. Lasst uns singen, O du Fröhliche. Euch allen ein gesegnetes, ein frohes Weihnachtsfest. Auf Wiedersehen.